Willkommen zurück zu VIP 4 oder wie, wenn ich jetzt mal den ganzen Rahmen mir angucke, da steht VP VIP 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 VIP. Ich habe ein paar Sachen rausgefunden, ich muss jetzt gerade selber mal gucken. Okay, mir ist gerade aufgefallen, wenn man ein Secret Exit gemacht hat, dann wird das da oben rechts nicht ausgeleuchtet, weil in diesem Level haben wir doch schon... Da haben wir beide gemacht, das weiß ich noch. Das war auch voll der Akt in dem Level. Ich habe Folgendes. Ich habe mal rausgefunden, und das war auch nicht schwer, in diesem Level, wie man die Yoshi-Coin sammelt, die ich nicht hatte. Die war irgendwie weiter oben versteckt. Kein großer Akt. Aber ich werde sie nicht holen. Und ich erkläre es jetzt auch mal. Wir machen jetzt erstmal das Level, wo ich das Secret Exit nicht gefunden habe. Das ist... Ja, wahrscheinlich mit der Textbox leicht erklärt, was das Problem war. Also, wir haben hier einen coolen leuchtenden Block. Und es gibt einen Super Mario World Glitch, der macht, dass wenn man mit dem Ding in eine Röhre geht, dass das Ding nicht mehr wegspawnt. Weil, ne, das ist der gleiche Raum, er hat sich einfach nur wiederholt. Nur jetzt ist halt der Unterschied, der Block bleibt ewig. Es sei denn halt, wir schmeißen ihn weg oder er kracht gegen einen Gegner. Also, so in einen Gegner rein, nicht so, was ich hier mache. Und deswegen können wir diesen Block mit zum Ende nehmen. Und das ist auch schon der ganze Trick. Das genau darf hier nicht passieren und das weiß das Spiel auch, deswegen... Ach, meine Feuerbälle gehen auch nicht, weil sie werden von meinem eigenen Block blockiert. Dafür ist das da, der Block blockiert. Jetzt haben wir den Wortursprung gefunden. Cool. Okay. Ja, aber ich werde die Yoshi-Coins nicht mehr sammeln, weil es gibt einen Grund. Wir wissen immer noch nicht, ob sie jetzt verlangt werden für, ne, 100% das Spiel schaffen. Oder, boah, es nervt, aber gib mir doch einfach mal das Ding. Oder halt nicht. So. Kann ich nicht auf ihn draufspringen, ohne dass mein Block zerplatzt? Wieso nicht? Das ergibt gar keinen Sinn. Ah, jetzt doch. Okay, man muss wohl richtig mit dem richtigen Frame drauf landen. So, das heißt, wir wissen es immer noch nicht. Ich konnte die ganze Zeit nur mutmaßen. Ich habe Lord Kronos mal gefragt und er hat gesagt, nein, braucht man nicht. Okay, keine Ahnung. Er hat das Spiel so oder so gespielt. Zack. Deswegen bin ich mir unsicher. Also ich werde es folgendermaßen machen. Ich werde weiterhin versuchen, die Yoshi-Coins zu sammeln. Wenn ich sie kriege, in einem Level, cool. In diesem Level hier gibt es anscheinend keine. Wenn ich sie nicht kriege, dann lasse ich es erstmal da, dabei. Okay. Ja. Was mit der Zeit? Sie wiederholt sich die ganze Zeit. Layer 12p. Stucker Simesueta Yen Sirandis. Ayu Hosen Geo Jebe. Reo Herion. Ich kann nicht mehr weiterlesen. Ich verstehe dieses Level nicht. Ich glaube, das müssen wir uns auch für ein andermal aufheben, weil ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Die Zeit wiederholt sich nur, Yoshi fällt runter und ich selber kann ja eigentlich gar nichts machen. Das ist ein pures Chaos. Weil klar, das könnte auch in Anführungszeichen ein normales Level sein, wo man halt einfach nur Power-Up sammelt. Aber da scheint ja ein bisschen mehr dahinter zu stecken. Allein schon, weil man das Level auch schaffen kann und dann da links weiterhin kann. Aber wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, das kann ich jetzt schon sagen, das ist etwas, was ich nachgucken muss. Neben Lord Kronos gibt es auch einen anderen japanischen Kanal tatsächlich, der Walkthroughs macht. Ich habe mal nachgeguckt. Und der spielt in jedem Part immer ein Level. So, dann gibt es zum Beispiel das Level, dann gibt es das Level mit Secret Exit. Und ich weiß nicht, ob der auch alle Yoshi-Coins zeigt. Das hatte ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Das heißt, das sind so, der und Lord Kronos sind jetzt meine zwei Quellen, wenn ich mal überhaupt keine Ahnung mehr habe, wie in diesem Level da oben. Das einzige Problem bei dem japanischen Kerl ist halt, die ganzen Titel sind halt auch auf Japanisch. Das heißt, man muss mal gucken, so ein bisschen, wo der abgeblieben ist. Sonst haben wir jetzt nichts weiter mehr offen, ne? Dann gehen wir jetzt hier weiter. Ich hoffe, das Level werde ich verstehen, wie man es löst, sonst stecke ich hier fest. Bis hierhin, weil dann gibt es hier gerade nichts, was ich machen kann. Aber ja. Also für den Fall, dass ich... alle Yoshi-Coins am Ende brauche. Ärgern wir uns vielleicht ein bisschen, weil ich dann bis dahin nicht alle gesammelt habe, weil mir das eine Level jetzt fehlt und bestimmt mit Sicherheit dann weitere kommende. Würde ich die Yoshi-Coins aber doch alle sammeln,
Und am Ende stellt sich raus, man hat sie nie gebraucht, dann würde ich mich vermutlich auch ärgern, weil ich mir denke, toll, ich habe mir die ganze Zeit die Mühe gemacht, bin immer diese extra Wege gegangen und dann war das eigentlich egal. Deswegen gehe ich jetzt so diesen Mittelweg. Ich versuche, sie alle zu sammeln. Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann lasse ich es. Weil dann werde ich mich so oder so ärgern, in beiden Szenarien, aber nur ein bisschen ärgern. Dann denke ich mir, okay, ja, doof, dass ich die alle brauche, aber ich habe ja schon bei vielen die ja doch schon gesammelt, also ist das dann vielleicht nicht ganz so viel Arbeit. Oder ich denke mir dann, oh toll, ich hatte die gar nicht erst sammeln müssen, ja gut, blöd, aber ich meine, ich bin jetzt nicht noch 100 Mal extra zurückgegangen, um Level nochmal zu spielen. Also, es ist, ich werde mich ärgern, in beiden Fällen, aber ein bisschen nur, okay? Anstatt, dass ich jetzt entweder richtig die richtige Entscheidung treffe und das überhaupt nicht bereue oder die falsche Entscheidung treffe und das sehr bereue. Und in so einem Level zum Beispiel ist das ja wirklich kein großer Akt, auch alle 5 Münzen zu sammeln. Das scheint ein erstaunlich normales Level zu sein für dieses Spiel. Von daher Kopf hoch. Das ist jetzt einfach mal die Route, die ich jetzt so nehme für mich. Ja, und ich denke, ich hoffe, das langweilt euch dann auch nicht so sehr, wenn ich dann Level 100 Mal spiele, weil ich dann die ganze Zeit nach einer blöden Yoshi-Münze suche. Ist ja schon genug, dass wir die ganze Zeit nach irgendwelchen Ausgängen, nach Secret Exits oder was auch immer das da hinten da mit dem Level war, suchen. Ich bin mal gespannt, was das da mit dem Schloss da oben auf sich hat, aber ich glaube, das kommt zum anderen Zeitpunkt. Okay. Ich kann ja nicht fliegen, das heißt, er muss da bleiben. Da ist der Bossraum, aber dafür brauche ich einen P-Switch. Ah ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Aber hey, das Level hat keine Yoshi-Coins, die man sammeln kann. Hui. Ich habe ein kleines Risiko eingegangen. Aber was soll ich sagen? Die Safe-Sets machen mich mutig. Ich komme hier nicht weiter. Ich brauche eine Koopa-Shell. Habe ich recht? Dann rewinden wir. Okay, und suchen uns hier eine Koopa-Shell. Oh je. Und noch gleich 2 Röhren hier. Okay. Erinnert mich schon fast an ein Mario Maker Level irgendwie. So Bowser's Puzzle Dungeon oder irgendwie sowas in die Richtung. Oh shit. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier fündig werden. Das ist nämlich schon die nächste Röhre. Da können wir aber nicht rein. Okay. Umso besser. Oh Mist. Jetzt brauche ich ein Trampolin. Ne, Moment, das schaffe ich auch so. Wartet. Ich muss so einen sehr guten Sprung machen. Zack und zack. Yoshi. Ah, toll, da oben bringt es mir aber gar nichts. Ja, und fliegen kann ich natürlich hier nicht. Dafür hat das Spiel gesorgt. Soweit komme ich nicht. Es sei denn, vielleicht, ich lasse diesen Kerl hier am Leben. Lass mich das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das hier was wird, okay? Ach Mist. Okay, ich will einen Spinjump machen. Aber darf ich ihn dabei nicht töten. Ja? Nein, nicht sterben! Leben! Wieso stirbt der Kerl immer? Okay. Jetzt aber. Also ich muss hier sehr gut stehen. Ja. Wow, die Musik. Oh, und dann darf ich natürlich auch mein Cape nicht verlieren. Okay. Einmal von der Seite vielleicht mal. So, oh, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhab. Das hier nämlich! Oh, und das reicht trotzdem nicht aus. Habe ich mir jetzt die ganze Zeit voll die Mühe für gar nichts hier gemacht. Na, klasse. Okay, also hier komme ich jetzt auch nicht weiter. Bleibt uns noch der Weg hier. Oh, das sieht nach einem Riesenspaß aus. Aber der Typ zaubert mir doch eine Koopa-Shell hier hin. Perfekt. Gehe ich gar nicht erstmal... Ja, super. Hier weiter, sondern direkt wieder zurück zu dem einen Raum und hoffe, dass das irgendwas gebracht hat. Also dumm-di-dumm-di-dumm, wieder in den Raum hier. Und danach ganz unten und dann hoffen wir mal, dass das irgendwas bringt. Oh, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu weit. Eine Ranke nach oben. Das heißt im Klartext, wir können jetzt das Trampolin mitnehmen. Dann einmal da hoch, das dauert ein bisschen. Ich darf nämlich jetzt nicht hüpfen. Ah, okay, bis hierhin kommen wir. Da kommt aber jetzt eine Plattform raus, oder? Ja, da ist sie.
gut. Dann haben wir das Trampolin. Dann können wir uns den Yoshi schnappen. Ich weiß noch nicht genau, wofür er dann da ist, aber es wird mit Sicherheit nicht für gar nichts sein. Da wird sich dieser lustige Level-Designer schon was beigedacht haben. Also, nochmal dahin. Den Weg kennen wir ja schon sehr gut. Ja, ja, okay. Zack, zack. Ich meine, das ist zumindest kein unspielbar schwieriges Level. Wow, das war ein cooler Sprung. So, dann nehmen wir ihn mit. Ich könnte es auch mit dem Trampolin mitnehmen probieren, aber ich glaube, damit habe ich eh nichts davon, weil ich werde ihn nicht mit durch die Tür nehmen können. In Yoshis Maul kann man keine Gegenstände mitnehmen in den nächsten Raum. Deswegen ist das hier wieder weg. Okay, jetzt sind wir hier mit einem Yoshi mehr. Ist schon immer sehr ungewohnt, Yoshi in einem Schloss zu haben. Ah. Ich wollte sagen, ich hätte doch einfach fliegen können. Aber nee, wahrscheinlich nicht, weil ich hätte da, wenn ich einmal da drin wäre, dann hätte ich den P-Switch auch drücken müssen. Okay, dann haben wir den P-Switch. Und das Rätsel ist wahrscheinlich gelöst. Das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Warte mal. Yoshi, du musst jetzt hier bleiben, okay? Und wir nehmen das P-Switch-Ding mit. Und dann können wir den auch hier schon drücken und dann rübergehen. Tada! Ein zweites Cape nehme ich selbstverständlich gerne an. Und dann geht's zum Boss. Erinnert mich wirklich an irgendwie so eine Art Mario Maker Level. Da gab es immer wieder solche Rätseldinger. Ah, okay, du musst da in den Raum gibt es dann dieses Item, damit du dann zum nächsten Raum kannst, dann kriegst du dieses Item. Das gab es sogar in offiziellen Mario Maker Leveln. Also, wie gesagt, so dieses Bowser's Spaßkessel aus Mario Maker 1 oder so, oder auch so ein Bowser-Schloss aus dem Story-Modus aus Mario Maker für 3DS. Ich weiß, das hat kein Mensch von euch gespielt, aber es existiert. Ich habe sogar gleich zweimal gespielt. Einmal als Let's Play und einmal als Livestream-Event. Ja, und Mario Maker 2 mit Sicherheit auch. Und Leute, die nicht bei Nintendo arbeiten, haben hundertprozentig auch solche Level immer wieder gebaut. Okay, das war die Welt. Die Musik kackt ab. Das könnte problematisch sein ab hier. Aber es ist auch vielleicht nicht so schlimm. Guck mal. Wir speichern hier ab. Die Musik kackt hier ab. So. Aber dadurch, dass wir speichern durften, die Musik, kann ich auch das Spiel hier neu starten. Es stürzt ja nicht mal ab, das ist das Interessante. Also wenn ich jetzt auf Reset drücke, Problem ist, wir verlieren unsere ganzen Leben und unser Cape. Aber wir können dann wieder von hier starten zumindest. Denke ich mal. Dann sind wir wieder da. Oh. Scheiße, das klappt nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Das klappt nicht. Weil ich immer in dem Raum starte. Ich meine, das hatten wir ja schon mit der Special World, das Problem. Ich weiß nicht, warum die Musik hier abkackt. Ich habe wirklich den Emulator hier, welches das Spiel von mir will. Bei VIP 3 hatte ich auch schon immer wieder Emulator-Probleme, bis ich auf diesen hier gewechselt habe. Und dann hat mich das Spiel in Ruhe gelassen mit dem ganzen Scheiß. Hier geht selbst das jetzt nicht mehr. Da bin ich echt verzweifelt. Da kann ich auch genauso gut ein Rewind setzen und wieder auf meinen, bevor ich neu gestartet habe, Spielstand gehen. Ich gehe ins Level und hoffe mal und guck mal, wie weit ich hier komme. Tut mir leid, dass die Musik ab hier abkacken wird. Ja, es klingt furchtbar. Ich weiß. So, wir haben keine Musik mehr. Die Soundeffekte sind auch irgendwie nur hingerotzt und es könnte jederzeit sein, dass sobald wir einen neuen Raum betreten oder ein Level beenden oder sonst was, unser Spiel einfach komplett abstürzt. Und dann haben wir Pech gehabt. Und dann würde ich ab hier auch gar nicht mehr weiterkommen. Also ich weiß aber beim besten Willen nicht, was ich hier machen soll, wieder mal. Ich hasse es, wirklich. Ich finde das so doof. Ja. Wie gesagt, ich benutze den nee, welcher Emulator benutze ich hier gerade? Das ist immer wieder die Frage hier. Ich weiß nicht mehr, ob ich alle Yoshi-Coins kriege in dem Level. Den lustigen Emulator, der... Warte mal, ich kann es euch doch zeigen. Hier, das ist der Spaß hier. ZSNS, aber die modifizierte Version, die eigentlich SNES 9X
Kram drin hat. Aber die Suche nach dem richtigen Emulator ist irgendwie immer gefühlt etwas, das man immer nur verlieren kann, weil im Endeffekt ist irgendwie jede Antwort falsch. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe sie alle probiert und alle funktionieren irgendwie nicht wirklich. Zumindest nicht für Hacks wie diesen hier. Ich kenne nicht für eine Yoshi-Coin darunter. Das fand ich jetzt doof. Habe ich Yoshi-Coin gesagt? Ich meine für eine Feuerblume natürlich. Seht ihr? Rewind, komm schon. Bevor ich da runter bin. Ich hätte da gar nicht erst runtergehen dürfen. Ja. Ich habe wirklich schon alle ausprobiert und irgendwie am Ende bei jedem kackt immer irgendwas ab. Aber ich meine, ich kann dann auch gerne mal, wenn es hier weitergeht, auf meinen Standard-Emulator zurückgreifen. Das ist der, mit dem ich die meisten anderen Hacks spiele, und das ist der Business-Emulator. Und auf dem laufen neuere Hacks in der Regel sehr, sehr gut. Und dass ich hier den hier benutze, ist eigentlich eine Ausnahmesituation, die ich gemacht habe, wegen diesem Spiel hier. Aber das Spiel sagt einfach, nö, weißt du was, ich kack trotzdem ab an gewissen Stellen und mach diese Musik kaputt. So, dass wir einfach völlig Pech haben. Weil das kann man ja nicht genießen, selbst wenn das Spiel hier nicht abstürzen wird. Was ich ein bisschen bezweifeln werde, ist das hier keine spaßige Erfahrung, die wir alle gemeinsam durchmachen. Weil der Sound wirklich jetzt am Arsch ist. Das kann man auch nicht anders sagen. Ja. Ist da... die fünfte Münze nicht gefunden. Mhm. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Da ist sie. Tada! Wir gewinnen. Aber die Frage ist, haben wir am Ende auch wirklich gewonnen? Oder haben wir jetzt Pech gehabt und das Spiel stürzt hier ab? Erstaunlicherweise stürzt es nicht ab. Okay, aber ich werde trotzdem mal einen Cut machen und versuchen, das hier irgendwie zu fixen. Ich bezweifle es. Ich werde jetzt mal ein bisschen rumprobieren und rumtesten, ob das doch in einem anderen Ding jetzt besser läuft. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal.